Also das ist wirklich auch nochmal, muss man auch wirklich sagen, für mich kam das Ganze im perfekten Moment. So, ich war in dem absolut richtigen Alter dafür. Ich hätte ja nur Abitur machen können, wenn ich unterschreibe, dass ich Lehrer werde. Und da war ich damals schon so drauf, dass ich war 88 ich gesagt habe, nö, ich lasse mich doch nicht erpressen. Und noch eine Lehrerin gesagt, mach das, da fragt doch keiner später mehr. Und so habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Natürlich irgendwann dachte ich, wie blöd war das denn? Aber gut, dann habe ich halt eine Ausbildung gemacht zur Rentenassistentin. Und dann war es dann halt möglich für alle die, die irgendwie eine Ausbildung gemacht haben, aber das Abitur machen wollen, das nochmal an der Schule machen zu können. Das war natürlich super. Also nicht Abendschule, sondern direkt nochmal auf dem Gymnasium zu gehen. Wunderbar, ja, perfekt. So, und dann konnte ich studieren, was ich wollte. Bin dann auch viel gereist und dachte so, ach, dann studiere ich so. Also dann nicht Nahostwissenschaften, das nennt sich orientalische Philologie, also Arabistik. Das meine ich, und dann konnte ich dann auch viel in diese Länder reisen und dort arbeiten später und so. Ich war dann viel in Konnewitz, es gab viele Clubs und so, ja. Polizei war nicht mehr auf den Straßen, es war ja eine ganz besondere Situation irgendwann, so dieses war so eine Pufferzeit, besetzte Häuser und so. Also, aber das waren ja nicht die Gedanken, die eine Generation der 40- bis 50-Jährigen bewegt hat, zu sagen, ich mache jetzt hier, ich feiere und gehe kraftvollen neuen Weg, das haben ja viele auch gemacht, aber so, ich musste gar nicht dafür tun. Das geht mir manchmal auch so, wenn ich Kollegen treffe, die aus den alten Bundesländern kommen, die da manchmal noch gar nicht viel in den neuen Bundesländern waren oder so. So lange danach denke ich auch, uiuiui. Aber gut, wo man dann manchmal sowas auch erzählt und dann reflektiert man und das tut eigentlich gut und das sollte man öf wirklich öfter mal sich die Zeit dafür nehmen. Denn wenn man weiß, was hinter einem liegt, dann kann man vielleicht auch noch mal besser auf das gucken, was so weitergeht oder was man auch mitgibt. Ne? Also an die nächste Generation klingt so großartig, also viel zu großartig, als es eigentlich ist. Aber ich denke manchmal so, dass mein Sohn zum Beispiel durchaus ein anderes Bild der Geschichte haben wird als ein Kind im gleichen Alter von Eltern in den alten Bundesländern. Ja? Sei es ein bestimmtes Lied gut. Wie der Teddybär-Song oder irgendwas, ist es sicherlich auch nochmal eine andere Sicht auf die DDR, ganz klar. Wir gehen in diesen Fritzi-Film gegangen, zum Beispiel, der jetzt letztes Jahr erschienen ist. Oder ich lese auch alte Kinderbücher von mir, die manchmal auch von sowjetisch-russischen Autoren sind oder Käuzchenkuh, also so ne, bestimmte Literatur, bestimmtes Gedankengut. Da wird er schon ein anderes Päcklein mitkriegen als vielleicht ein Kind. Deswegen denke ich, das wird schon noch der Unterschied bleiben im Moment. Ansonsten ist es, glaube ich, auch durch. Das ist zusammengewachsen, gerade was die Generation unter 20 sowieso, aber auch, glaube ich, unter 30. Das ist, glaube ich, nicht mehr so eine große Geschichte, wie manche, die jetzt älter sind, glauben mögen. Und das ist auch gut so. Na?